früher wirklich typisch klischeehaft gedacht, psychische Erkrankungen, ach, die Leute, die stellen sich an, die sind faul, das gibt's ja eigentlich gar nicht wirklich. Und du bist gewohnt, einfach weiterzumachen. Und da ist es schon so, dass Sportlerinnen und Sportler da brauchen, den Mut irgendwie zu besitzen, sich einzugestehen, läuft gerade nicht so. Das war im Training ein ständiges Vergleichen, ein ständiges Schauen auf die Zeiten, dass ich mich nicht erinnern kann, wann ich an den Start gegangen bin, ohne dass es mir wirklich schlecht ging. Und das aber auch in dem Maß, dass ich an der Startlinie stand und dachte, ich will hier nicht stehen. Ich habe es nicht geschafft, einkaufen zu gehen. Ich habe es dementsprechend nicht geschafft, zu kochen, nicht zu essen. Das kann man sich nicht vorstellen als gesunder Mensch, aber es ging einfach nicht. I don't wanna lose control. Ich bin Christiane, 32 Jahre alt, Journalistin, Mama und ehemalige Leistungssportlerin. Mich bewegen Themen rund ums Frausein, Muttersein und Sport treiben. In dieser Folge möchte ich wissen, wie wichtig ist es, im Sport nicht nur körperlich, sondern auch mental fit zu sein? Wie wirken sich Leistungsdruck und Ängste aus und was kann helfen? Um das zu klären, treffe ich Profifußballerin Carina Schlüter, die auf Instagram offen über ihren Weg raus aus der Depression gesprochen hat. Ex-Leichtathletin Julia Hör erzählt mir, warum sie mit dem Leistungssport aufhörte und inwiefern ihre MS-Erkrankung zu einer neuen Wertschätzung ihres Körpers geführt hat. Von Sportpsychologe Henning Trien will ich wissen, was man gegen zu viel Leistungsdruck tun kann. Und bei Mental Coach Sabine Eich probiere ich Sporthypnose aus, um eine Angst zu überwinden. Mentale Gesundheit im Sport, oft ein Tabuthema, vor allem dann, wenn es nicht gut um sie steht. Carina Schlüter hat mit diesem Tabu gebrochen. Sie ist Ex-Nationalspielerin und Profifußballerin beim SKN St. Pölten in Österreich. Auf Instagram hat sie ihre Depression öffentlich gemacht und auch ihren Weg daraus. Anstatt auf dem Fußballplatz treffe ich Carina zu Hause. Wir haben uns zum Acrylmalen verabredet, denn seit ihrer Depression hat die Torhüterin mit Malen und Zeichnen begonnen. Wann hast du dir denn das ganze Equipment zugelegt? Also weil du hast vorher... du hast ja gar nicht gemalt. Nee, ich war fest davon überzeugt, dass ich nicht malen kann. Also ich war fest davon überzeugt, ich kann noch nicht mal ein Strichmännchen zeichnen. bis ich dann es einfach mal ausprobiert habe und es irgendwie doch funktioniert hat. Also tatsächlich, da der Tiger oben links, das ist meine allererste Zeichnung. Wow. Wo ich dann festgestellt habe, okay, ein bisschen funktioniert es irgendwie doch. Wir malen heute Carinas Lieblingsmotiv, einen Löwen. Beim Malen kommt Carina runter, kann zermürbende Gedanken ausblenden und komplett abschalten. Etwas, was ihr in den schlimmsten Phasen der Krankheit sehr geholfen hat. Ich habe dann tatsächlich auch nachts viel gemalt, wenn ich wirklich gemerkt habe, okay, es geht gar nicht. Und die Gedanken werden ja irgendwie immer drängender, immer nerviger, anstrengender, wie auch immer, dass ich mich wirklich dann nachts hingesetzt habe und nachts stundenlang gemalt habe. Und das hat mich immer so ein bisschen runtergebracht. Und ich sage, meine schönsten Bilder sind tatsächlich dann nachts entstanden. Im Januar 2020 war Carina verletzt, erzählt sie. Pantellasehnenentzündung. Damals spielt sie bei Bayern München. Die Reha geht nicht wirklich voran. Anstatt mit den Mädels auf dem Platz zu stehen, arbeitet sie alleine und frustriert an einem ungewissen Comeback. Hast du überhaupt gemerkt, so okay, irgendwas ist hier irgendwie gerade nicht so, wie sich es normalerweise anfühlen sollte? Also ich konnte es am Anfang gar nicht so wirklich greifen. Ich wusste, irgendwas stimmt nicht, aber was konkret ist, ist keine Ahnung. Ja. Das waren vor allem extreme Schlafprobleme, die ich hatte. Also es war nicht nur, dass man mal ein paar Tage schlecht schläft oder sowas. Ich glaube, das kennt ja jeder. Oder auch mal eine Woche, weil man irgendwie viele Gedanken hat oder sowas. Ja. Bei mir waren es wirklich Monate. Und mit schlecht schlafen meine ich maximal dreieinhalb Stunden die Nacht. Ja. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Hattest du selber eine Vermutung, was da quasi bei dir los ist? Oder war so der Gedanke, dass das eine Depression sein konnte, auch erstmal irgendwie total abwegig für dich? Das war mehr als abwegig. Also, ja. Ich habe früher wirklich typisch klischeehaft gedacht, psychische Erkrankungen, ach, die Leute, die stellen sich an, die sind faul, das gibt's ja eigentlich gar nicht wirklich. Oder
Ja, vielleicht hatten die einfach ein paar schwierige Situationen im Leben, aber die sollen sich mal nicht so anstellen. Somit wusste ich auch nicht, was ist überhaupt los. Mhm. Also ich konnte es überhaupt nicht einordnen, was da passiert ist oder was da gerade vorgeht in mir. Wenn ihr diese Doku gerade spannend fandet und wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut gerne in der ARD Mediathek weiter. Klickt dafür einfach hier. Und wenn ihr Lust habt auf weitere spannende Dokus von der Sportsfreundin zum Thema Motivation, zum Thema Sporternährung oder zum Thema Sport und Libido, dann klickt gerne hier.